Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei einer kurzen Spätausgabe der Zeit im Bild. Einer der größten Waldbrände wütet derzeit im Rax-Gebiet und zwar in der Gemeinde Reichenau. Seit gestern sind viele Feuerwehren im Einsatz, die Flammen zu löschen. Der Brand hat sich mittlerweile auf über 115 Hektar ausgebreitet und das zumeist in schwer zugänglichem Gelände. Bilder, wie man sie so in Österreich selten sieht. Ein Waldbrand im niederösterreichischen Rax-Gebiet breitet sich seit gestern immer weiter aus. Auch für die Feuerwehr ein außergewöhnlicher Einsatz. Wir haben derzeit ca. 115 Hektar Waldbrand. Das heißt, einer der größten Waldbrände, die es jemals in Österreich gab. Mit 300 Einsatzkräften versucht man, der Flammen Herr zu werden. Das gestaltet sich bisher jedoch nicht einfach. Da wir in einem sehr unwegsamen Gelände sind, ist es sehr, sehr schwierig, mit Bodentruppen hier vorzudringen. Dementsprechend muss das aus der Luft alles erledigt werden. Dafür mussten sogar zwei Militärhubschrauber von den Nationaltagsfeierlichkeiten am Wiener Heldenplatz abkommandiert werden. Insgesamt ist man mit 8 Maschinen im Einsatz. Erste Löscherfolge konnten dadurch bereits vermeldet werden und auch die angrenzenden Wohngebiete sind derzeit außer Gefahr. Wie lange der Kampf gegen die Flammen dauern wird, ist bisher noch unklar. Die Feuerwehr stellt sich jedoch auf mindestens 5 bis 6 Tage ein. Ebenso ungewiss ist bisher auch die Brandursache. Die Feierlichkeiten zum heutigen Nationalfeiertag haben aufgrund der Corona-Situation in etwas eingeschränkter Form stattgefunden. Die Einladung in die Hofburg durch den Bundespräsidenten sollte daher auch gleich mit einem Anreiz zum Impfen verbunden sein. Die Hofburg als Impfburg. Der Bundespräsident lädt 300 Impfwillige nach dem kleinen Stich zur großen Runde. Für viele Unentschlossene reicht das als Motivation. Sehen wir noch mal aus der Nähe. Also war schon auch ausschlaggebend, dass ich mich hier angemeldet habe, anstatt in einer anderen Impfstraße. Und jetzt habe ich mir entschieden, okay, das passt jetzt für mich. Drüben am Heldenplatz unterdessen für viele der Höhepunkt vom Nationalfeiertag. Die Angelobung von 100 Rekruten. Ich gelobe! Mit wenig Publikum, aber viel Lob von der Verteidigungsministerin. Von der kompletten Übernahme eines Pflegeheims in der Steiermark bis hin zur Umsetzung der unzähligen Test- und Impfstraßen oder der Einreisekontrollen. Sie waren immer da. Für immer da ist Österreichs Neutralität laut Verfassung. Ihrer wird am Nationalfeiertag gedacht. Manche sprechen heute davon, dass es eine Scheinexistenz ist diese Neutralität, ein Untoter, der durch die österreichische Politik geht. Ich bin nicht dieser Meinung, weil ich der Auffassung bin, dass Österreich einen wesentlichen Beitrag leisten kann als neutrales Land. Um Brücken zu bauen, um Frieden zu stiften, das sei auch für das Bundesheer ein schöner Auftrag. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat nicht nur in die Hofburg eingeladen, sondern sich in seiner traditionellen Ansprache zum Nationalfeiertag an die Österreicherinnen und Österreicher gewandt. Darin appelliert er, trotz Meinungsverschiedenheiten in Sachen Corona wieder aufeinander zuzugehen und Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden. Meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im zweiten Jahr der Pandemie. Und es tut mir in der Seele weh, zu sehen, wie gespalten wir sind. Ein Riss ist durchs Land gegangen, mitten durchs Land, mitten durch Freundschaften, mitten durch Familien. Wir müssen diesen Riss heilen und wir werden diesen Riss heilen. Wir werden ihn aber nur dann heilen, wenn jede und jeder von uns einen Schritt auf den anderen und die andere zumacht. Sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen an einem Tag, der ein Ende der Pandemie nicht unbedingt in naher Zukunft sehen lässt. Denn die Neuinfektionen steigen weiter an. Heute werden 3.400 Fälle gemeldet, die meisten übrigens in Oberösterreich. Dort wird daher als Maßnahme die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet. Sie gilt ab Freitag im gesamten Handel und in Kultureinrichtungen. In Wien nutzten die Corona-Maßnahmen Gegner den Nationalfeiertag, um zu demonstrieren. Mehr als 2000 Menschen protestierten gegen die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Große Aufregung auch in Japan, aber aus ganz anderen Gründen, die uns hierzulande wohl nur als Sorgen gelten, die man gerne hätte. Prinzessin Mako heiratet nach jahrelangem Warten ihre bürgerliche Jugendliebe und muss daher auf ihren Adelstitel und auf ihre Mitgift von mehr als 1 Million Euro verzichten. Nach 3 Jahren in den USA kehrt Komuro, der Auserwählte der Prinzessin, nach Japan zurück, um sie zu heiraten, ohne die üblichen Hofzeremonien. Bei einer Pressekonferenz entschuldigt sich Mako für die Aufregung, die ihre Hochzeit mit einem Bürgerlichen auslöst.
Auch der Bräutigam versichert der Öffentlichkeit die Liebe zu ihr. Marco muss nun also die kaiserliche Familie verlassen. Und damit sind wir bei diesem Maxit ein wenig auch an das britische Königshaus und Prinz Harry erinnert. Das Wetter. Morgen gibt es anfangs wieder Nebel oder Hochnebel. Bis zum Nachmittag setzt sich aber in ganz Österreich die Sonne durch. Es wird eine Spur wärmer als heute. Im Westen sind bis zu 17 Grad möglich. Am Donnerstag und am Freitag wird es erneut recht sonnig. Die beständigen Nebelfelder halten sich im Süden. Es wird zunehmend föhnig und sogar noch etwas wärmer mit bis zu 19 Grad. Das war ein kurzer Überblick über das Tagesgeschehen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem ORF. Bis morgen. Auf Wiedersehen.